Damen und Herren, herzlich willkommen zum Starbox 2017. Ich bin Birgit Berl vom OF in Österreich und ich heiße Sie sehr herzlich willkommen im Namen des Veranstalters Svana in den Medien. Und über das Programm möchte ich jetzt gleich plaudern mit dem Sendungsverantwortlichen Florian Illich. Ich darf ihn zu mir auf die Bühne bitten, gemeinsam mit NDR-Redakteurin Ines Kennertz. Zum sechsten Mal die Starnacht aus der Wachau. Noch viel, viel öfter hat sie schon in Klagenfurt stattgefunden. Mittlerweile ist sie wirklich eine Marke geworden. Blam ist das mittlerweile wirklich ein ganz klares Bekenntnis seitens des ORF für das Genre Musikshow-Fernsehen. Ich denke schon, es ist vor allem ein Bekenntnis zur Wachau hier. Wir sind jetzt zum sechsten Mal in der Wachau. Und das beweist natürlich, dass es eine wunderbare Gegend hier. Und zeigt auch, dass diese Plattform und dieses Format über die Jahre einfach eine Bedeutung dazugewonnen hat. Wie schwierig oder wie leicht mittlerweile ist es denn, all die Stars hier in die Wachau zu bringen? Es hat sich ein bisschen was hat sich verändert. Es ist schon so, dass wir gerade im Pop-Bereich am Anfang sehr viel herumfahren mussten, sehr viel sprechen mussten, sehr viel erklären mussten. Mittlerweile ist das ein bisschen einfacher geworden, da Künstler aus diesem Genre sozusagen für die Starnacht zu integrieren. Es spricht sich auch ein bisschen herum in der Branche, dass es nicht sozusagen diese Schlagerschublade ist, sondern einfach eine breite Sendung, die mit sehr viel Witz und Humor von den beiden Moderatoren von der Barbara Schönenberg und Agnes Heider moderiert wird und da einfach eine sehr große Bandbreite auch musikalisch stattfinden kann. Der NDR ist mittlerweile zum dritten Mal mit im Boot. Ja, also wir hatten in diesem Jahr ein kleines Jubiläum, weil wir waren am Wörthersee das fünfte Jahr dabei und haben sozusagen auch in diesem Jahr 1,7 Millionen Zuschauer deutschlandweit mit diesem Programm erfreut. Und wir sind jetzt das dritte Jahr hier in der Wachau und für uns ist es das richtige Programm, eine schöne Mischung. Und ich freue mich auch, weil man denkt jedes Jahr, manchmal wollen wir das toppen, aber es gelingt. Sehr gut. Wie schaut es generell aus mit Kooperationen zwischen dem ORF und dem NDR? Ja, wir haben ja sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren schon die Shows mit Florian Silbereisen, die wir gemeinsam produzieren. Und ich sag mal, wir haben die Musis zweimal im Jahr, die Winter- und die Sommermusi. Wir sind in diesem Jahr mit Hansi Hinterseher gemeinsam unterwegs. Also ich glaube, wenn es nach uns geht, kann es gerne mehr werden. Gestern war es super. Auf der Bühne ist es eigentlich immer kein Problem, aber hinter der Bühne merkt man dann, dass es kalt ist. Weil wenn ich da stehe und die Leute klatschen und die Lichter brennen und so, dann fällt mir immer gar nicht auf, dass es kalt ist. Und wenn ich dann hinter der Bühne stehe, denke ich mir so, jetzt schon ist es frisch. Aber ich habe eine unverwüstliche Konstitution, wie ein Stier, und werde auch nicht krank. Das ist gut. Ja, was ist das? Ja, Entschuldigung. Wir sehen, das ist mit Tieren und kleinen Kindern, gell? Und der fällt voll drauf rein. Entschuldigung, hallo. Also, wollen wir uns gerade sie auf? Ja. Wir machen das nicht. Ja, nehmen Sie mal auf, dann haben die Menschen hinterher ein scheiß Bild, irgendwas ist schon aus. Wann bringen die Katze die Falle? Ist das nicht geil? Die Katze kann angreifen, wo ich schon Mutzi kommt zum Papi. Aber nicht nur der Name, das wäre der Star-Up-Kater. Na schau, bitte, komm her. Jetzt muss ich die Katze hinterher. Ganz schön und dunkelblau machen. Hallo, du bist ganz offensichtlich ein Katzenfreund. Streicheln, Frauen, große Brüste und kleine Tiere und das zusammen auf einem Bild. Das ist erfahrungsgemäß der Quotenbringer schlechthin. Das wollen wir jetzt noch hoffen. Also ich hoffe, es verbreitet sich jetzt rasend im Internet. Das ist wunderbare Foto. Und endlich mal Bilder von uns. Ja, ja. Aber schau, es ist wirklich einmal ein Star, der Star auf der Handy ist. Regnet zu, braucht keine Garderobe, da habe ich schon gesagt. Und vor allem relax, und das ist ja ein perfektes Stichwort. Wie relaxed seid ihr beide? Wie was? Wie relaxed bist du? Ähnlich wie die Katze? Na, wie relaxed du? Ja, die wahnsinnig aufgeregt. Danke, Katze, du bist großartig. Applaus für die Katze, ja. Die wahnsinnig aufgeregt. Aber ich habe eine Kollegin, die mir sagt, ich bin mir nicht Seinfeld, ich singe, und bei mir Seinfeld, ich bin die Regisseurin. Also, ich kann kaum glauben, dass dir was nicht einfällt. Du was? Bist doch total, ich kann nicht glauben, dass dir mal was nicht einfällt, das meine ich jetzt. Du bist doch total schlagfertig, oder? Ja, das ist immer. Das macht uns Spaß. Also am liebsten sind wir eigentlich dann vom Buch weg. Also immer mal was vom Buch weg, jetzt sind wir locker, sagen die bösen Menschen. Just okay. Ruhig gefallen. Dürfte das überhaupt? Oder nein, Claudia? Das Tolle ist übrigens hier, das finde ich wirklich super. Man kennt ja unterschiedliche Sendungen. Und es gibt da Sendungen, das klingt ganz lustig, und sobald die Redaktion ins Spiel kommt, wird es schwierig, weil dann kommen 35.000 Leute, die sagen, das würde ich vielleicht nicht sagen, vielleicht macht ihr auf jeden Fall das. Ja, also da wollte ich nochmal sagen, dass vielleicht.
schon, dass wir uns über die letzten Jahre, ich möchte mal sagen, ein kleines Vertrauensverhältnis aufgebaut haben mit allen. Und eigentlich lassen sie uns komplett in Ruhe. Wir machen unser Ding so, alle wissen, ach, das funktioniert. Und das ist eigentlich die beste Art und Weise zu arbeiten. Weil ich finde immer, wenn alle mitreden und jeder sagt, ja, ich finde, wenn ihr das sagt, da in der Probe, das finde ich nicht so lustig. Und die wirklichen Sachen, wo wir uns unsicher noch sind, die sagt man ja auch in der Probe nicht. Und viele Sachen in Abmoderationen von Künstlern oder so, oder wo man einfach sagt, das mache ich dann erst, wenn es soweit ist. 14 Mal, reden Sie ja nicht über den Husten von meinem Sänger. Dann ist vom Heißen wieder aus der Kontakt. Bitte sagen Sie ja nichts, dass er Husten hat. Aber bitte sagen Sie, kannst du sicher sein, ja, hat leider Husten, aber hier ist er. Also. Was macht ihr jetzt noch bis zum Abend? Wir gehen zum Bernd Pulver. Ja, und lernen Text. Ja, du müsstest schon können, ihr habt schon keine Ahnung. Ja, aber die ändern ja den Text. Ach so. Ständig wieder Text. Weil das Wichtigste ist, dass man halt locker in die Sendung reingeht. Der Rest ist eigentlich wurscht. Und wir tun jetzt in der nächsten Stunde alles davor, um diese Lockerheit uns zu erarbeiten. Bitte, begrüßen Sie mit mir, auch mit einem großen Applaus, die Künstler des Starnacht 2017 hier jetzt auf der Bühne mit Tagträumer. Maximilian Arlatz, Alessa, Peter Cornelius, Fantasy, Bernhard Brink, Vanessa May, Conchita, Adel Darin. Und meine Damen und Herren, Anastasia. Okay. Yes, sir. Wie schaut's?